Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Shadowbringers. Und wir sind immer noch vor einer komischen Höhle. Der Kristallexer, ich begrüße uns. Und keiner von euch hat mir seine Handynummer in die Kommentare geschrieben. Schämt euch! Naja, was soll's. Ich bin ja auch nicht sonderlich attraktiv und meine Freundin wird natürlich nur neidisch. Aber egal. Was denn? Ich habe im letzten Video gesagt, die sollen die Handynummern posten. Habe ich's doch gesagt. So, Kurut, der kleine Zwerg, braucht unsere Hilfe. Fragen wir ihn doch mal. Die Luft ist rein. Ich führe euch jetzt zu Duergars Schlot, wo man den reinsten Schwefel im ganzen Land findet. Okay. Nebenbei nochmal ein Ei essen, um ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Und ab auf meinen Freund, dem Chocobo. Es freut mich mal wieder, ein altes Spiel meinerseits laufen zu lassen. Auch wenn mich gerade viele, viele andere Spiele ablenken von diesem Let's Play. Aber zu Recht, alle haben davon eine Spielberechtigung. Und ich finde sie auch gerade echt mega angenehm. Also aktuell habe ich ja gar kein Projekt neben Final Fantasy XIV laufen, aber ich sag schon mal, es wird ein altes Projekt, was ich schon mal angefangen habe, was ich jetzt gewillt bin, auch endlich mal abzuschließen. Und ja, seid mal gespannt. Vielleicht wird der ein oder andere sich noch drüber freuen. Ich werde dann hier in den Videos natürlich Werbung dafür machen, sobald es dann losgeht. So, Kristallexarch. Unverkennbar, der Geruch von Schwefel. Wir sind da. Ja, seht nur. Gox, wie ungepflegt und scheußlich ihre Bärte doch nur sind. Sie werden uns hier nicht dulden. Los, schnappt sie euch und verpasst ihnen so eine Abreibung wie den Sündenvertilgern eben. Langsam, langsam, Kurut. Wir hegen keinen Groll gegen die Gox. Solange wir keine Wahl haben, wollen wir versuchen, jegliche Gewalt zu vermeiden. Ich werde dich unsichtbar machen. Sündenvertilger lassen sich damit nicht hereinlegen. Sie riechen den Äther. Aber für ein paar beschäftigte Zwerge wird es reichen. Glaubst du, du kannst für uns Kristallkeim finden, während du unsichtbar bist? Natürlich. Ich rieche die guten Erze, so wie Sündenvertilger den Äther. Es wird nicht lange dauern und ihr habt das beste und reinste Kristallkeim, das es hier gibt. Dafür wäre ich sehr dankbar. Also dann. Es könnte jetzt etwas kribbeln. Haha, ich bin durchsichtig. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Er könnte sich durch sein lautes Gebaren verraten. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Wir werden die Reihen der Gox ein bisschen ausdünnen, indem wir sie einschläfern. Das ist Traumstaub. Es ist das gleiche, das auch bei Operation Sandmann zum Einsatz kam. Hehe, ein Teufelzeug ist das. In Yulmore hat es uns auch teure Dienste geleistet. Wirklich? Vielleicht sollten wir unsere Geheimwaffe doch lieber ein bisschen geheimer halten. Na, wenn der Traumstaub dir nützlich war, hat es ja sein Gutes. Also dann, ich werde dich jetzt unsichtbar machen. Schleich dich dann zu den Zwergen und verabreiche ihnen eine Portion von dem Narkotikum. Zwerge haben starke Resistenzen, aber der Traumstaub wird sie zumindest so schläfrig machen, dass Kurut ungestört arbeiten kann. Ich spreche den Unsichtbarkeitszauber, sobald du bereit bist. Los, mach mich unsichtbar, Junge! Bist du bereit? Gut. Sollte der Zauber nachlassen, bevor du fertig bist, kehre zu mir zurück, damit ich ihn erneuere. Yay, ich bin transparent. Okay, kein Problem. Wie lange geht der? 2 Minuten. Das sollten wir hinkriegen.
So, unsichtbar werden und Traumstaub auf Gok-Zwerge werfen. Da haben wir den ersten. Außer Reichweite, außer Reichweite, außer Reichweite. Jetzt. Ich bin wohl gestern zu lang ich habe wohl gestern zu lang gezecht. Ich glaube, ich mache heute mal etwas früher Schluss. Das ist sehr gut. Da drüben ist der nächste. Ich glaube, das kriegen wir in diesen 2 Minuten hin. Und es scheinen eher 3 Minuten anstatt 2 Minuten zu sein. Ich fühle mich plötzlich so schläfrig. Ab in die Haie mit mir. Genau, weg mit dir. Ich verstehe diesen Groll nicht. Die sind irgendwie alle Lalafell. Ich glaube, ich tausche den Helm gegen eine Mütze Schlaf. Hey, das scheint funktioniert zu haben. Jetzt hier einmal über die Hütten drüber und wieder zurück zum Kristallexarchen, der da oben auf uns wartet. Während wir hier durchlaufen, erstmal ein Schlückchen Kaffee. Kaffee. Ich habe 2 Briefe. Ich weiß nicht, was in diesen Briefen drin ist. Ich muss sie mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das lief besser als gedacht. Sie sind müde geworden und haben sich verzogen. Den Rest müssen wir Korot überlassen. Sicher ist er bald zurück. Ich bin zurück. Das klingt gut. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Das reinste Kristallkeim, das ich finden konnte. Ist das genug oder braucht ihr noch mehr? Das sollte reichen. Vielen Dank, Korot. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Und bringen wir es zurück nach... Ich kenne dieses Dorf nicht. Was ist... Was ist? Geht es dir nicht gut? Es geht schon wieder. Danke. Ich bin schon so lange von Kristarium weg und... Ich habe mich nur etwas übernommen. Dabei genieße ich das Reisen so sehr. Wer beim Bate meiner Ahnen seid ihr? Oh, ist der niedlich. Uah, das ist Papa Gluck, der Sippenvater der Goks. Du da, du bist doch ein Toll. Oh nein, jetzt gibt's Zwergenstreit hier. Dachte ich mir es doch. Als ich hörte, dass unsere Arbeiter schläfrig nach Hause gekommen sind, habe ich sofort vermutet, dass da etwas nicht stimmen kann. Und jetzt finde ich hier einen von euch herumschleichen und unser Gestein stehlen. Das sieht euch mutlosen, flachbäuchigen, dünnbärtigen Tolls ähnlich. Dünnbärtig? Wie kannst du es wagen? Tollbärte sind weich und füllig und duften nach frisch gezapftem Bier. Eure scheußliche Gockbärte aber sind... Ein hageres Gestrüpp, Vogelnester, die stinken wie aus Ausdünstung eines Stollenklopfers. Vorlauter Zwerg, lieber trüge ich die Nasenhaare eines Hobgoblins als diese lachhaft laschen Lappen, die euch Tollster im Gesicht hängen. Grrr. Die sind mir zu putzig, lass den Kram nehmen und abhauen. Tss. Wenn wir nicht einschreiten, schlagen sie sich noch die Köpfe ein. Du hast noch etwas von dem Traumstaub übrig, oder? Ja, habe ich. Dann macht dem Gezänk ein Ende. Ich befürchte allerdings, dass dies nicht das letzte Mal war, dass du in ihre Streitigkeiten verwickelt wirst. Ja, bitte, was? Die sind creepy, die schlafen mit offenen Augen. Entschuldige die Unterbrechung, Korot, aber wir haben eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Ich weiß, es ist nur, wenn es um Bärte geht, dann sehe ich rot. Schon gut, wir haben Verständnis. Und wir sind dir immer noch sehr dankbar für deinen... Für deine bergmännische Hilfe. Bringen wir das Gestein zu Chainus, damit er dem Riesentalus endlich ein Herz schenken kann.
Das sind doch mal endlich vernünftige Worte. Wir sollten uns beeilen. Ich schlage vor, dass wir uns für einen Moment trennen. Ich bringe das Kristallkeim zu Shainus, damit er den Riesental aus ein Herz verpassen kann. Und du bringst Kurut sicher zurück in sein Dorf. Danke, es war nur ein kurzes Vergnügen, aber es war mir eine Ehre, mit dir auf Abenteuer gehen zu dürfen, Dufte. Wir sehen uns in Eintracht wieder. Supi, dann wollen wir mal. Und wir brauchen auf jeden Fall, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Windätherquellen, die wir suchen müssen. Irgendwo hier im Südosten hieß es. Kleiner Moment. Nordosten! Da oben war eine Windätherquelle und ich habe sie nicht gesehen. Dann müssen wir doch gleich wieder zurücklaufen. Und jetzt? Nordosten. Da ist sie. Uns fehlen nämlich, glaube ich, noch 3 Stück. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 3 und 3 über Quests. Und die Quests sind auf jeden Fall bei den Zwergen zu finden. Das machen wir. So. Da lang. Die Frage ist, wo jetzt? Süden. 300 Jalme. Ich überlege gerade, ob die vielleicht hier in dieser kleinen Höhle sein könnte. Okay, wenn hier nicht dieser Fels... Ein mächtiger Fels versperrt uns den Weg. Holt die Pokeflöte. Könnte ein schlafender Onyx sein oder so. Richtung Süden. Nee, das ist definitiv hier unten. Da möchte ich aber trotzdem hin. Umwege hin oder her. Wir machen das jetzt. Hört auf zu zicken. Ihr müsst euch das jetzt so angucken. Punkt. Alles für einen zukünftigen Stream ohne Langeweile. Freue ich mich auch schon unglaublich drauf. Wenn wir hier zusammen Spaß haben werden. Ach ja, ich freue mich. Das wird herrlich. So, jetzt müsste es Südosten sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Osten. 200 Jalme. Moment. Von wo kommt dieses komische Signalton? Ach Mensch, da drüben ist ja auch noch ein Zwergendörfchen. Gut zu wissen. Ich gehe mal lieber hier oben lang. 116 Jalme. Wir nähern uns. Allmählich kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ich hoffe, das sind nette Zwerge und verprügeln uns hier nicht gleich. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt? Südosten. Ah, da ist er. An einem Felsvorsprung. Wunderbar. So, eine letzte noch. Wo könnte die sein? Wahrscheinlich hier drüben irgendwo. Im Westen. 700 Jalme im Westen. Das ist ja verflucht und ätzend weit. Aber egal, zumindest können wir uns zurück in das Dorf teleportieren. 700 Jalme Westen. Das waren 200, das heißt, das ist hier unten irgendwo. Bei Eintracht, könnte man sagen. Ist das Eintracht? Ja, ich glaube, das ist Eintracht. Warum auch immer man sein Dorf nach Fußballvereinen nennen soll. Ist ja widerlich. Gibt Gründe, warum ich kein FIFA spiele. Öi. Ich finde nämlich, bevor man Fußball finanziert sollte oder subventioniert, sollte man
lieber in Wissenschaft und Forschung stecken. Und Bildung natürlich. Ganz wichtig, Bildung. Bildung ist was Schönes. Es wird immer wieder sehr stark unterbewertet. Verständlicherweise. Aber gut. Das soll hier kein Polit-Video werden. Nein. Und wir bleiben unpolitisch. In diesem... Auf diesem Kanal. Hoffe ich. Glaube ich. Könnt ihr mir dazu schreiben, ob ihr das lustig findet, ob ihr das cool findet, was ihr cool findet, ob ihr es nicht cool findet, ob ihr Bock habt oder weniger Bock habt. Ob ich einfach mal die Klappe halten soll, 30 Minuten mal gar nichts sagen oder so, sondern einfach nur spielen. Meiner Freundin gefällt die Idee. Ist mir egal. Solange ich meinen Kaffee habe, ist alles in Ordnung. Die Welt ist heile. Da, wo der Kaffee blüht. Nee, nicht wirklich. Ich habe gesagt, nicht politisch werden. Nicht politisch werden. Nicht politisch werden. So. Endlich im Dorf der Zwerge angekommen. Hier haben wir noch zwei Quests, die wir auf jeden Fall annehmen müssen. Weil, wait. Ich dachte, für die bekomme ich eine Windätherquelle. Tue ich aber gar nicht. Oder doch? Och Mann. Ich sage Holladrio. So, ich glaube, das war gut. Denn früher oder später möchte ich hier auch mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Und deswegen möchte ich diese Windätherquellen nicht einfach links liegen lassen. Aber weil das nur Sidequests sind, skippen wir die einfach mal. So, da unten geht's weiter. Mit dem sorglosen Zwerg sprechen. Wer ist denn hier so sorglos? Der ist sorglos. Okay, alle sind glücklich, alle sind schön, alle freuen sich ihres Lebens. Ausgezeichnet. Soll ich das gern? Wait. Da. Der zaghafte Zwerg. So, war das der letzte oder kommt da noch was? Das macht mich hier ein bisschen hibbelig. So, sehr gut. Quest abgeschlossen. Zwergengeflüster. Da muss ich doch nicht hin, oder? Hoffentlich nicht. Guck mir nochmal eben schnell an, was Zwergengeflüster eigentlich für eine Quest ist. Da kann es sein, dass ich mich gerade mega Mist gebaut habe. So, kleinen Moment. Nee, das nicht. Zwergengeflüster. Tratschige Zwerg möchte mit mir sprechen. Hoffentlich ist es kein Tratsch. Okay. Also, uns fehlt irgendwie noch eine... Eine Windätherquellen-Quest. Das finde ich ein bisschen doof. Aber egal, reden wir mit Xamot. Holladrio! Wie ist es euch in der Höhle dieser Goxe ergangen? Habt ihr ihn etwa Kristallkeim unter den Bärten wegschnappen können? Ich habe etwas gefunden, und zwar nicht zu wenig. Der Kristallexarch bringt es gerade nach Eintracht. Ich freue mich, dass der junge Korot euch helfen konnte. Und während ihr fort wart, hat meine gesamte Sippe die Bärte zusammengesteckt und gegrübelt, wie man euch noch helfen könnte. Und da ihr ja ein Talos baut, dachten wir, dass ihr dafür doch bestimmt Werkzeug braucht. Also haben wir ein paar unserer Spitzhacken so umgebaut, dass sie auch von Großen genutzt werden können. Hier, nimm sie mit. Sie sind ein Geschenk. Ich hoffe, es reicht. Und wenn nicht, haben wir noch mehr. Übrigens haben sich viele willige Hände
an der obersten Sprosse versammelt, wie wir hörten. Drück ihnen unsere Spitzhacken in die Hand und einen schönen Gruß noch mit dazu. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Also dann, los geht's. Lauft. Lauf, mein wundervoller kleiner Chocobo. Mein Chocobro. Der mich schon seit mittlerweile 59 Stufen fröhlich begleitet und in Kämpfen zur Seite steht und ein ganz, ganz krasser Dude ist. Ich mag meinen wundervollen Vollstrecker, der Chocobo, das einzige Chocobo, was so wild geblieben ist, dass es sich nie zeigt. Man muss erstmal Krakergemüse werfen, damit es rauskommt. Das ist ein schüchternes Chocobo, ja, ja. Aber wenn er erstmal draußen ist, dann hier, ne, geht richtig die Post ab und so weiter. Versteht er schon. So, Windäther-Quellen sollten wir jetzt keine mehr haben. Aber diese eine Quest fehlt mir. Ich frage mich, wo diese Quest ist. Oder ob die vielleicht gleich noch dazukommt. Das kann auch möglich sein. Dass die hier unten in Eintracht irgendwie... in der Eintracht. Am Stollen, hier an der Treppe... Wie heißt das Ding? Ich hab's vergessen. Obere Sprosse. Gleich zu finden ist. Sie nur dürfte, aus ganz Norfrad sind sie gekommen, um uns zu helfen. Und das sind nicht noch nicht einmal alle. Die Tankred und Rine mitgebracht haben, sind schon auf dem Weg zum Steinbruch. Und Soldaten aus Kristarium und Yulma sind auch da, um zu helfen. Arbeitskräfte haben wir also genug. Woran es uns jetzt fehlt, sind Werkzeuge. Hämmer, Meißel, Schaufen und so ein Zeugs eben. Was ein Zufall, ich hab was dabei. Die Zwerge haben Spitzhacken gespendet. Das ist ja genau, was wir brauchen. Dann warte nicht lange und verteile das Werkzeug, damit die Leute mit der Arbeit anfangen können. Okay. Da. Oh, wait. Kaishir, wir sind bereit zu helfen. Wir brauchen nur noch Werkzeuge. Irgendwas. Nimm deine Finger, Junge. Spitzhacken. Und so viele. Damit werden wir uns sofort an die Arbeit machen. Ich kann gar nicht erwarten, die Hacke zu schwingen. Oh ja, macht hier einen auf dicke Hose. Ist doch ein viel besseres Gefühl, für Dufte zu arbeiten, als für einen von den hochnäsigen Adligen. Ach was, wir arbeiten für uns und unser Land. So ist es. Wir haben die Leiter wieder in Betrieb gesetzt. Und den Riesentalos werden wir auch zum Leben erwecken. Ich schulde Alfino und dir mehr, als ich euch je zurückzahlen kann. Ich werde mich ins Zeug legen, wie ich es noch nie getan habe. Ich tue es für euch und alle, denen ihr geholfen habt. Das wollte ich doch nur hören. Tschak, tschak. Los geht's. Knick, knack. Lauf. Wir haben keine Zeit. An die Arbeit. Wunderbärchen. Magnus, schön, dass du auch wieder dabei bist. Pfotenschlag ist eurem Ruf gefolgt, Dufte. Gudjon ist übrigens auch hier, fleißig bei der Arbeit. Hätte uns ruhig ein paar Werkzeuge da lassen können. Wir haben nichts, um Steine zu brechen. Außer diese Spitzhacken. Dedede. Ah, das sieht doch schon besser aus. Damit lässt sich etwas anfangen. Steinebrecher ist nicht mein Metier, aber meine Frau wird meine Spitzhacken schon führen, nicht wahr, Agner? Wir bauen nicht nur einen Talos, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, sondern auch eine neue Zukunft, eine glückliche Zukunft, in der jeder ein Zuhause hat, zu dem er zurückkehren kann. Na, das ist ja zu romantisch hier. Also dann, Was macht ihr, machst du denn noch hier, Taffe? Ich dachte, du hättest deinen eigenen Werkzeugkoffer dabei. Ich wollte gerade los, aber dann fiel mir auf, dass Jerrik sich irgendwie komisch verhält. Wenn der Plan wirklich funktioniert und der riesige Talos zum Leben erweckt wird,
Stellt euch mal vor, was für eine Riesenbahn der schieben könnte. Tja, du denkst immer noch an die Bahn. Wir haben bereits eine und die fährt und das wird uns niemand mehr wegnehmen. Und überhaupt, wo soll denn eine so große Bahn auf dieser Insel hinfahren? Spaßverderber, habt doch ein bisschen mehr Fantasie. Man könnte ja auch gleich Räder unter den Riesentalos bauen, dann kann er überall hinfahren. Genug jetzt, wir müssen ihn erst einmal bauen, also Schluss mit dem Gerede über Bahnen. Sonst schieb ich sie nach Hause, mit dem Talos in der Lore. Na ja, los. Bewegt euch. Ich warte nur darauf, dass ihr endlich arbeitet. Nicht hier palavern. Macht Sachen, Leute. Macht Sachen. Oh, Ronron. Hallo, Reisende. Wartest auch auf Werkzeug, um bei Arbeit zu helfen? Nee, ich bringe euch Werkzeug, damit ihr endlich verschwindet. Oh, du gibst Ronron Werkzeug. Wo hast du es aufgehoben? Ist egal, werde hart arbeiten. Härte halt Steine. Arbeitest du auch? Willst du dich vielleicht stärken mit leckeren Würmern? Nee. Ronron, warum sparen wir uns nicht, und die nicht für die Freudenfeier auf, wenn der Talos steht? Erinnerst du dich noch an mich, Dufte? Wir haben uns in Ruhestadt vor der langen Reise kennengelernt. Seit das gleißende Licht aus Amareng vertrieben ist, hat sich keiner der Patienten verwandelt. Ihr Zustand ist stabil. Dieses Wunder hat uns allen die Tränen in die Augen getrieben. Dann kam Alizée zurück und sagte, dass sie die Hilfe all derer braucht, die an den Kriegern der Dunkelheit glauben. Wir zögerten keinen Augenblick. Natürlich mussten ein paar mit den Patienten bei den Patienten bleiben, aber jeder, den wir entbehren konnten, ist gekommen. Das ist lieb. Hab immer schleimige Spezialwurm dabei, ganz tief in der Tasche versteckt. Leckerster, dickerster Wurm, extra eingepackt für Krieger der Dunkelheit. Trag schon lange, hoffentlich kann ich Geschenk bald überreichen. Supi. Alle sind beschäftigt, endlich können wir ausruhen. Danke, Dufte. Jetzt sollte jeder ein Werkzeug mit sich führen. Ich gehe als nächstes zu den Soldaten, die die Arbeiter beschützen. Schließlich sind hier immer noch die Sündenvertilger unterwegs. Aber nicht mehr lange. Wenn der Riesentalos steht und wir den Gulk in den Händen halten, geht es Vorthry endlich an den Kragen. Perfekt. Oh, sag ich doch. Dann, Zwergengeflüster, diese Quest bitte einmal entfernen. Danke. Weg. Tschüss. Außer uns ist keiner mehr hier. Wir sollten auch aufbrechen. Würdest du mich nach Eintracht begleiten? Stola kümmert sich dort darum, den Riesentalos mit der nötigen magischen Energie zu laden. Ich würde ihr gern dabei zur Hand gehen. Lass uns mal sehen, wie weit sie ist. Klar, klingt gut. Ich glaube, das wird ein etwas längerer Part. Weil, bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, wir sind hier schon ziemlich weit. Ich muss hier mal eben ein bisschen nebenbei was nachgucken. Moment, gleich habe ich's. So, kann mal der komische Talos mir aus dem Gesicht gehen, das wäre super. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben hier doch noch irgendwo diese Windäther-Quellen-Quest, die wird wahrscheinlich hier drin sein. Doch nicht. Wo ist sie denn? Die war doch hier. Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Sonst hätte ich die ja schon gefunden.
Also echt jetzt mal. Irgendwo da lang. Ach, schön hinter der Tür versteckt. So eine Sau. Wunderbar. So. Muss mal eben kurz gucken. Ob es sich lohnt, hier einen Cut zu machen oder nicht. Nee, es lohnt sich nicht, hier einen Cut zu machen. Wir machen hier direkt weiter. Schön, dass ihr da seid. Es haben sich viele Unterstützer für das Ritual zusammengefunden. Ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Meister Chai überprüft gerade die letzten Einzelheiten anhand seiner Konstruktionsskizzen. Inzwischen habe ich schon alle Helfer in Position gebracht. Es dürfte gleich alles soweit sein. Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen. Ich hatte nicht annähernd so viel Zeit zur Verfügung, wie ich gerne hätte. Die Berechnungen sind abgeschlossen, aber ich hatte keine Gelegenheit, sie zu prüfen. Eigentlich kann alles passieren. Ich habe dich beobachtet, Meister Chai. Aus meiner Sicht, der Sicht eines Laien wohlgemerkt, hast du deine Arbeit mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung strenger wissenschaftlicher Maßstäbe erledigt. Ich teile den Optimismus meiner Freundin. Danke, danke. Aber in der Steinhauerei herrschten die allerstrengsten Qualitätskontrollen. Nicht das kleinste falsch gesetzte Komma entging den Augen der kritischen Tester. Den Fehler passieren immer. Ach, ich vermisse diese Tage. Übrigens hat der Kristallexarch mir das Gestein gebracht, der Kristallkeim. Es war mehr als genug, um daraus ein angemessenes Herz für den Riesentalos zu konstruieren. Dann ist eigentlich alles bereit. Eigentlich. Fehlte noch etwas? Wie soll ich das erklären? Also, das Herz eines Talos sorgt dafür, dass der gesamte Körper mit Energie versorgt wird. Aber bei einem Talos dieser Größe ist es schwer, einen gleichmäßigen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass sich der Energiefluss stabilisieren ließe, wenn man mehrere kleinere Herzen dezentral installiert. Für diese neue Konstruktion fehlt uns aber an Kristallkeim. Es sei denn, jemand beschafft uns noch mehr davon. Grunar, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich habe etwas aus Schlangenzweig mitgebracht, das vielleicht weiterhilft. Grunar, diese Steine, sind das nicht Taufsteine? Wir können sie unmöglich annehmen. Es sind die unserer Brüder und Schwestern, die uns bereits verlassen haben, um in das dunkle Himmelsmeer überzugehen. Sie wurden im Himmelsbecken aufbewahrt, das mit gesegnetem Wasser und inbrünstigen Gebeten gefüllt ist. Sie sind getränkt mit magischer Energie. Glaubst du, sie könnten helfen, wenn wir sie in den Riesentalos einsetzen? Man könnte sie vorher noch weiter anreichern. Da sie aus einer anderen Region stammen, können sie nicht als Hauptherz dienen, aber als dezentraler Flussverstärker, ja, das sollte funktionieren. Als Matoya uns erzählte, worum es geht, dachte ich mir, dass sie vielleicht eine wichtige Rolle spielen können. Wir haben das dunkle Himmelsmeer mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir wissen nun sicher, dass über unseren Köpfen ein Frieden voller Ruhe und Gnade währt. Dieses Wissen erfüllt unsere Herzen ebenfalls mit Frieden. Wir fühlen uns unseren Geliebten, die uns bereits im Himmelsmeer erwarten, näher denn je. Nehmt die Steine. Die Untertanen der Nacht waren sich einig. Die Eigentümer der Steine blicken auf uns herab und lassen uns spüren, dass dies das Richtige ist. Oh, ist das lieb. Meister Chai, wenn du uns sagst, wo die Steine platziert werden sollen, übernehmen wir diese Aufgabe.
Alles klar. Dufte, hättest du die Güte, einen der Taufsteine mit einer Energie zu speisen, als Glücksbringer sozusagen? Klar, ich kann eh ein bisschen Licht abgeben. Ich kotze ja schon das Zeug. Reiche den Taufstein mit deiner Energie an, Dufte. Keine Angst, es ist nicht schwer. Mach es einfach so, als würdest du dich mit einem Ätheriten harmonisieren. Der Rest geht ganz von allein. Okay. Harmonisieren, kuschel die Steine. Yay, der Taufstein leuchtet leicht. Du hast das Gefühl, den gleichen dunklen Jadestein schon einmal gesehen zu haben. Sind Jobkristalle. So ist es richtig, das reicht. Hast du den Taufstein erkannt? Es ist der von Todia. Sie soll die letzte der Untertanen gewesen sein, die den Sündenvertilgern je zum Opfer gefallen ist. Hier ist die Skizze von dem Talos. Ich habe die Stellen markiert, an denen die Steine angebracht werden müssen. Danke, wir machen uns sofort auf die Arbeit. Sobald der Riesentalos zu Leben erwacht und uns einen Weg auf den Gulk bahnt, rücken wir aus. Der Aufstieg wird bestimmt nicht einfach. Nutze die wenigen verbleibende Zeit, um dich auszuruhen. Das klingt nach einem Plan. Gehen wir erstmal ein Nickerchen machen. Einen Moment noch. Urianger, du sagtest doch, es gäbe eine Lösung, falls das Licht in unserer Freundin überhand nimmt. Hast du alles vorbereitet? Ja, der Jadestein hat seinen Platz in der Konstellation eingenommen. Ich pack da schon. Und wenn schon. Alles raus, was keine Miete zahlt und so. Natürlich. Unsere erste Hoffnung liegt bei dir. Schone dich und sammle deine Kräfte, auf dass du der Last ohne Hilfe widerstehen magst. Ach ja, ist das herrlich. Die Steine für den Körper sind gehauen, geschliffen und genau am richtigen Platz. Alles, was fehlt, ist das Ritual. Ich werde meine Berechnung wieder und wieder prüfen, bis zum letzten Moment. Aber viel Zeit ist nun nicht mehr. Was für ein Projekt. Ganz Norfrand hat mitgeholfen. So etwas hat es auch zu Zeiten der Daedalus-Steinhauerei nicht gegeben. Aber wird es wirklich reichen? Klar. Ich gehe wieder und wieder über meine Berechnung. Nichts anderes kann mich jetzt mehr beruhigen, als das Gefühl, alles zu versuchen. Hoffentlich macht meine Gemahlin sich nicht allzu große Sorgen. Ich konnte mich kaum um sie kümmern, seit wir mit der Arbeit begonnen haben. Sag, würdest du bitte einmal nach ihr sehen? Sie ist in der Schenke. Ach und, danke Dufte, danke für alles. Ja. Aber nur ja. Hallo, bist du hier, um mit dem Kristallexarchen zu sprechen? Er ist gerade zur Tür raus. Er ist ja so ein gutherziger Mann, hat mir Gesellschaft geleistet und meine Laune aufgehellt. Doch nun wurde er ein wenig blass im Gesicht und ist an die frische Luft getreten. Der Arme, er sieht so erschöpft aus. Hoffentlich wird ihm der Spaziergang gut tun. Geh nur und sieh nach ihm, wenn du möchtest. Mir geht es gut. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Okay. Hätte ich eh nicht getan. So. Ich würde ganz gerne wissen, wo... Och, nee. Da nach hinten muss ich wieder. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich eine Aufnahme, die eine Stunde lang geht. Aber ich glaube, das wird euch nicht stören. Ihr werdet sicherlich... Und ich würde es wahrscheinlich sogar noch richtig dolle freuen, dass wir so lange hier unterwegs sind. Immerhin haben wir schon lange keine Aufnahme mit der duften Mieze gestartet. Aber der Schluck Kaffee muss sein. Der obligatorische Schluck Kaffee. So.
Wunderbar. Ich freue mich unglaublich, dass wir hier, dass die Arbeiten am Talos voranschreiten. Dass wir auch irgendwie scheinbar einen recht guten Platz haben. Ich meine, das ist eine völlig fremde Welt, in der wir unterwegs sind. Und wir haben schon ganz schön viel komisches Zeugs erlebt. Aber, way, mit dem verängstigten Mädchen sprechen. Ist die hier drin? Kann ich hier rein? Nee, hier ist kein Mädchen. Wo soll denn das Mädchen sein? Ah, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Hier irgendwie. Aha, da hab ich dich. Ach, nicht weglaufen. Ich will dir nichts Böses. Nur weil ich grimmig aussehe, ein Schwert und ein Schild trage, heißt es nicht, dass ich alles töte, was mir über den Weg läuft. Nebenbei, der Gulg ist ja eigentlich ein Vulkan. Warum ist hier kein Vulkanausbruch? Ach, da ist das Mädchen. Hör auf, so verängstigt zu sein. Komm, beruhig dich mal. Ich bin keine Herrscherin. Okay, die hat Angst, dass irgendwie Leute aus Yulmo hinter ihr her sind. Aber wie konnten sie beruhigen? Sie ist jetzt ein ruhiges Mädchen. Sie ist jetzt kein panisches Mädchen mehr. Sie ist jetzt ein ruhiges Mädchen. Schon ein bisschen cute. So, und damit haben wir auch die letzte normale Windäther-Quellen-Quest hinter uns gebracht. Für dieses Gebiet. Ein tolles Gefühl. Ihr glaubt gar nicht, das ist, als würde eine Last ab, von mir abgenommen werden. Das bekommen wir noch als Dankeschön, Erfahrungspunkte. Hallo. Wunderbar. So, dann wollen wir mal den Eulen Kristallexarchen suchen, der sich da hinter diesem Stein verkrochen hat. Woher ich das weiß? Ich bin Hellseher. Ich kann durch Wände gucken. Ich habe den Blick. Oh, das war dann nicht der Stein, sondern der Stein. Hinter irgendeinem Stein. Da hinten. Der Stein. Der Stein da hinten ist es. Die Steine sehen ja alle gleich aus. Boah, ist ja widerlich. Kommt mir auch schon einer entgegen. Hui! Zwei dumme Eingedanken. Wow, wait. Hier ist eine Spur. Vielleicht muss ich auch einfach die Spuren verfolgen. Was ich aber nicht glaube. Wir halten Ausschau. Keine Spur vom Kristallexarchen. Ich bin der Meinung, wir sind da oben. Wirft einen Blick in die Ferne, in dieses hässliche grüne Wasser. Sieht aber echt nicht gesund aus. Tada! Da liegt er. Mein Schicksal erwartet mich in der Zukunft. Entschuldige. Ich muss noch geschlafen haben. Ich wollte nur kurz eine Pause machen. Dabei muss ich wohl eingenickt sein. Du weißt ja, die Entfernung zum Kristallturm zehrt an meinen Kräften.
Ich bin mit ihm verbunden. Mit Leib und Leben. Es war ganz am Anfang, bevor Crystarium überhaupt gegründet wurde. Als ich überlegte, wie diese Welt zu retten sei, wurde mir schnell klar, dass ich dafür mehr Zeit benötigte, als mir noch verblieb. Deshalb machte ich mich zu einem Teil des Kristallturms und erlangte so ein ewiges Leben. Was für eine lange Reise. Aber bald ist es vollbracht, dank dir. Bald wird mein Wunsch in Erfüllung gehen. Wie gehen die Arbeiten am Talos voran? Dies könnte der letzte Moment der Ruhe sein. Vielleicht eine gute Gelegenheit, sich mal über andere Dinge zu unterhalten. Verrate mir, was hast du vor, wenn das hier alles vorbei ist? Ja, selbst wenn wir die 8. Katastrophe verhindern, bedeutet das nicht das Ende des Krieges. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie entschlossen du dich deinen Herausforderungen stellst. Du bist für mich der Inbegriff einer Heldin. Ich habe ein gutes Gefühl, was deine Zukunft angeht. Du hast die Kraft, dein eigenes Schicksal zu bestimmen. Du hast so viele gerettet. Sie werden dich für immer in ihren Herzen behalten. Sie werden für dich da sein. Sie werden sich an deine Güte erinnern, wenn du selbst einmal in Schwierigkeiten gerätst und an dir zweifelst. Gutes bewirkt Gutes. Auch die selbstloseste Hilfe nützt uns am Ende selbst. Davon bin ich. Wenn es vorbei ist, sagst du? Ich habe dir gesagt, dass es jemanden gibt, den ich retten möchte. Ich brenne darauf, ihr alles zu erklären, aber aus ganz bestimmten Gründen kann ich mich ihr nicht offenbaren. Ich habe mich damit abgefunden, dass es unmöglich ist, aber was würde ich nur darum geben, mit ihr offen reden zu können, als gute Freunde? Sie würde mir von ihren Reisen erzählen und ich würde sie vielleicht mit Geschichten meiner eigenen Abenteuer hier in Norvrand unterhalten. Wobei diese Geschichten letztendlich mehr von dir handeln würden als von mir. Und danach würden wir uns aufmachen auf unser nächstes Abenteuer. Zusammen. Wie glücklich mich das machen würde. Wir würden neue Lande erkunden, Meere überqueren und auf den ewigen Winden zu neuen Horizonten aufbrechen. Das ist mein Traum. Doch zuerst haben wir noch einen Kampf zu gewinnen. Die Bewohner dieser Welt zählen auf uns. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Genau wie diejenigen, die mich aus meinem Schlaf erweckten. Danke für die schöne Unterhaltung. Das war eine willkommene Ablenkung in dieser Zeit der Sorgen. Aber jetzt zurück zu den Aufgaben, die vor uns liegen. Na, das schreit doch nach einem neuen Fanboy. Der letzte ist gestorben. Wurde auch Zeit, dass wir einen neuen bekommen. Armer Auschefond.
Aber heute ist noch nicht das Ende aller Tage. Und ich weiß, wer der Kristallexarch ist. Nein, natürlich. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, für die, die es nicht wussten. Vor ewigen Jahren habe ich zu Irim Reborn einen Kristallturm, eine Kristallturmreihe gezeigt. Und wenn ihr die aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr, dass der Kristallturm nicht, sich nicht von jedem einfach so bedienen lässt. Und tja, ich glaube, genau das hat es auf sich. Mit dem Kristallexarchen und dem Kristallturm, by the way. Unser Gespräch und die Seeluft haben mir neue Kraft verliehen. Wenden wir uns jetzt wieder unserer Aufgabe zu. Das klingt gut. Ich habe die boshaften Gerüchte, dass dein Thronfolger und Sohn von einem Dämon besessen sei, beseitigt. Der Krieg sollte sein Übriges dazu tun, dass dich die Gerüchte so schnell nicht wieder behelligen. Was ist mit Emmet Zeich? Er ist, wie es scheint, im ersten Splitter, um das Gleichgewicht endgültig aus den Fugen zu bringen und unsere dunkle Katastrophe einzuleiten, durch die überfällige Flut des Lichts, welch Ironie. Aber Emmet Zeich ist von eigener Natur starrsinnig und doch wankelmütig, zur Kooperation bereit, doch stets nur die eigenen Interessen im Sinn. Selbst für die, die ihn seit Anbeginn der Zeit kennen, ist es schwer vorherzusagen, was er als nächstes tun wird. Wem sagst du das? Mehr als einmal hielt er mich zum Narren, und immer wenn er dachte, ich hätte sein Ränkespiel durchschaut, tanzte ich doch nur wieder nach seiner Pfeife. Er hielt von Anfang an die Fäden in der Hand, seit er sich in meinem Großvater einnistete. Immerhin hat er sich bei mir mit einer interessanten Nachricht gemeldet. Es geht um den Bund der Morgenröte. Seit dem Beginn der Kämpfe in Gimlet haben wir nichts mehr von diesen Narren gesehen oder gehört. Das hat einen guten Grund. Sie haben den Ursprung verlassen. Die Heldin ist in den ersten Splitter gereist. Ihre Freunde haben ebenfalls den Sprung über den Riss gemacht, aber unvollständig. Ihre Körper verbleiben hier. Für uns ist das eine einmalige Gelegenheit. Wenn wir die Allianz bezwingen könnten, wird der Bund der Morgenröte für alle Zeit zerstört werden. Alles, was noch bliebe, wäre, die Heldin bei ihrer Rückkehr zu töten, mit diesem Körper als Waffe. Für deine Pläne ist das unabdingbar. Ich wünsche es ebenfalls als Zodiacs Fürsprecher. Durch Heidelins Einwirken haben ihre Helden zu viel Kontrolle über die Stricke des Schicksals erlangt. Es scheint denkbar, dass die Welt den falschen Weg einschlägt. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Dem Leben muss seine ursprüngliche Gestalt wiedergegeben werden. Dass die Unvollkommenheit überhaupt in der Lage ist, uns auch nur herauszufordern, ist eine unsägliche, unnatürliche Entwicklung. Sie muss so schnell wie möglich aufgehalten werden.
befehlt euren Armeen den Angriff, rückt aus in voller Stärke und trampelt sie nieder, die sich der Glorie eures Kaiserreichs in den Weg stellen. Ist das nicht dein größter Wunsch, aus Solos Schatten zu treten und einen Sieg für dein Kaiserreich zu erzielen, der nur dir gehört? Was für ein langweiliges Gerede. Aber dass meine treue Gefährtin sich in einer anderen Welt aufhält, das finde ich doch höchst interessant. Hoffentlich hat sie dort ausreichend Gelegenheit, ihre Krallen zu wetzen. Würdest du mir wohl alles haargenau erklären, Prinz Xenos? Ach nein, das bin ja ich. Du bist ja der Aschen Illidibus. Ah, du bist es. Ich muss eingestehen, dich hatte ich nicht mehr erwartet. Wahrlich erstaunlich, dass du mit dem Tod entkommen konntest und noch dazu mit Hilfe einer so primitiv erschaffenen Kraft des Transzendierens. Ist es nicht so? Xenos je Galvus. Der Name bedeutet mir nicht mehr viel, aber mein Körper, den hätte ich gern wieder. Ohne seine Stärke ist die Jagd nur schwer zu genießen. Entscheide dich, Aschien. Wirst du reden oder soll ich dich aus meinem Fleisch herausprügeln? Was soll es zuerst sein? Showdown im Kaiserreich. Krasser Schissel. Während ihr zwei euren Spaziergang unternommen habt, habe ich das Signal bekommen, dass alles bereit ist, um den Riesentalos zum Leben zu erwecken. Sobald die magische Energie fließt, wird er sich erheben und sofort ausführen, wozu er erschaffen wurde, den Gulk in seinen Finger zu bekommen. Wenn der Riesentalos in Aktion tritt, gibt es kein Zurück mehr. Wir sollten uns auf heftige Gegenwehr einstellen. Überprüfe noch einmal deine Ausrüstung und sag Bescheid, wenn du bereit bist. Dann gehe ich Stola das Signal. Okay, komm, ich bin soweit. Geh besser. Bereit? Dann gebe ich jetzt das Signal, um den Riesentalos zu erwecken. Talos Marsch! Gut, dann gebe ich jetzt das Zeichen. Der Kristallexarch hat sich gemeldet. Bei ihm ist alles bereit. Es kann jederzeit losgehen. Wir haben mehr als genug Steine herbeigeschafft. Das Ritual zur Einspeisung der magischen Energie ist ebenfalls vorbereitet. Genau nach Anweisung. Dann kann es ja losgehen. Wir aktivieren jetzt den Talos. Auf eure Plätze. Greifen wir uns den Berg. Und Vorthry gleich mit dazu. Stunde der Wahrheit.
Ja, so ist's gut. Er lebt. Er lebt. Nein, sie haben es auf seine Hände abgesehen. Ohne sie kann er sich nicht mehr an dem Berg festhalten. Verdammt. Wir hätten wissen müssen, dass Worthy nicht so leicht aufgibt. Wir müssen versuchen, möglichst viele von ihnen auf den Boden zu locken. Vielleicht ist es vergeblich, aber uns bleibt keine Wahl. Was kommt denn da? Wie kannst du nur so herzlos sein? Mein Baum des Glanzes. Herzlos und unverschämt. Da hatte ich dir extra unsere Hilfe angeboten. Und jetzt willst du kämpfen, ohne uns zu rufen? Ich weiß, ich habe gesagt, wir würden uns nicht einmischen. Aber das gilt doch nicht, wenn mein liebes Bäumchen in Gefahr ist. Ich bin nicht so kaltherzig. Seht ihr, wie traurig ich bin? Kommt, spielt mit mir und heitert mich auf. Eine unverhoffte, aber willkommene Hilfe. Der Feenkönig wird die Sündenvertilger für eine Weile beschäftigen. Ich sage Ishtola und den anderen Bescheid. Triff sie am Fuße des Berges und beginnt euren Aufstieg. Das lassen wir uns noch nicht zweimal sagen. Los geht's! Ab zum Berg. Denn der Talos wird sonst nicht lange aushalten, glaube ich. Der müsste massiv unter Beschuss stehen gerade. Aber ist das mal ein Monster? Ist das mal ein Ding? Sind wir doch mal glücklich, dass Titan nicht so aussah. Ich glaube, das wäre sonst eine riesengroße Katastrophe für uns gewesen. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Diese Folge nähert sich jetzt dem Ende. Zu Recht. Nach über einer Stunde. Ich hätte es doch splitten können. Hätte ich nicht erwartet. Aber egal, jetzt habt ihr eine riesengroße lange Folge. Ich hoffe, das freut euch trotzdem. Oder generell, dass es euch freut. Ist ja nicht so oft, dass es dieses Spiel von mir gibt. Aber egal. Jetzt gibt's nochmal einen Brofist. Bing. Geil. Und Ishtola und die anderen warten schon auf uns. Also dann. Ich sag an dieser Stelle schon mal. Bis zur nächsten Folge. Alles hier? Alle hier? Gut. Der Riesentalos hat den Vulkan fest im Griff. Wir rennen an ihm hoch, bis wir auf Worthrys Unterschlupf treffen.
Die Sündenvertilger werden uns keinen Ilm schenken, aber ich werde mich mit ihnen mit aller Kraft entgegenwerfen. Du musst deinen besten Heilzauber bereithalten, Bruder. Das werde ich, Schwester. Du kannst dich voll auf mich verlassen. Let's do it. Los jetzt, lösen wir den Kram. Nochmal jeder in die Kamera blicken. Und ab geht's zur nächsten Folge. Ciao.